Hallo, hier bin ich wieder, euer Kochstar Kingsland mit Herz. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video hausgemachte Bolognese Pasta mit frisch geriebenen Parmesankäse. Was braucht ihr alles für eure Zubereitung? Wir fliegen immer höher, hier sind wir frei. Wir sind bereit, unseren Weg zu gehen. Hier oben kann uns nichts geschehen. Die Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. In der Vorbereitung, gerade bei den heißesten Temperaturen, immer etwas trinken und Hände waschen nicht vergessen. Als erstes schneide ich meinen Stollensalat. Dann brauchen wir eine halbe Zwiebel, die zerhackt. Dann brauchen wir Zehe, Knoblauchzehe, ebenfalls zerhackt. Dann werden noch unsere Sardellen geschnitten. Dann zieht ihr bei eurer Salsiccia die Haut ab. Die wird dann ebenfalls geschnitten. Schmeißt die Herdplatte an. So eure Pfanne auf die Herdplatte. Dann kommt ein Schuss Öl rein. Dann mache ich unser Hackfleisch rein. Unser Salsiccia. Dann geben wir unsere anderen Zutaten auch hinzu. Dann nehmen wir einen Schuss Rotwein. Dann brauchen wir Tomatenmark. Jetzt eure Tomaten. Das geben wir alles dann noch in die Pfanne. Dann brauchen wir eine Prise Salz, Pfeffer, Paprika, Rosmarin. Ich noch meine Petersilie. Dann gebe ich noch ein bisschen in die Pfanne. Dann lasse ich meine Bolognese noch ein bisschen kochen. Füllt euren Topf mit heißem Wasser auf. Schmeißt die Herdplatte an. Macht den Topf auf die Herdplatte. Dann geben wir eine Prise Salz hinzu. Macht eure Pasta-Nudeln ins heiße Wasser. Schmeißt euch das Rezept auf den Tisch. Einfach, frisch, schnell und lecker. Und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch einen angenehmen Freitagabend und einen guten Start ins Wochenende.